Bonnie Tyler, Nina Hagen oder Reinhard Fendrich. Alle drei Musikgrößen und sie alle waren vor wenigen Tagen bei uns zu Gast. Bonnie Tyler ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen, die England je hervorgebracht hat. Und egal wie alt man ist, ihre Songs wie Total Eclipse of the Heart oder It's a Heartache kennt jeder. Im Haberkasten Innenhof in Mühldorf heizte sie dem Publikum so richtig ein. Kaum zu glauben, dass die Künstlerin schon 64 Jahre alt ist. Von Deutschland und dem deutschen Publikum zeigt sich die Sängerin begeistert. Es ist wie meine zweite Heimat. Ich trete hier schon seit 1976 auf und das jedes Jahr. Es ist wundervoll, ich liebe es. And you know, driving from the airport today to get to this place, so beautiful, you know? Als wir vom Flughafen bis hierher gefahren sind, habe ich die Landschaft genossen. Es war einfach entzückend. Delightful to look at, you know? Rund 1000 Fans feierten mit der erfolgreichen Rockerin, während sich Nina Hagen die Ehre in Burghausen gab. Wie immer schrill und verrückt. Sie ist und bleibt eben ein Gesamtkunstwerk. Ungewöhnlich auch für Nina Hagen die Location ihres Konzerts in Burghausen, eine katholische Kirche. Ich bin total dankbar und froh und glücklich, dass ich eingeladen wurde, wieder zum zweiten Mal zu den europäischen Festwochen hier. Und ja, freue ich mich riesig drüber, dass wir hier wieder musizieren durften und dann auch wieder in so einer unvergesslich schönen Kirche und Landschaft und Städtle und Menschen. Und während sich beim Mühldorfer Sommerfestival und den europäischen Wochen in Burghausen die Stars indoor vors Publikum wagen, ist in Rosenheim das Open-Air Sommerfestival in vollem Gange. Der Eröffnungsabend zieht tausende Menschen in den Mangfallpark. Gefeiert wurde dort mit Reinhard Fendrich. Der Künstler und seine Band brachten gemeinsam Lieder der vergangenen 30 Jahre auf die Bühne und sorgten so für einen unvergesslichen Abend in Rosenheim.